Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Night of the Dead mit dem Krion. Hallo Yogi. Hallo Krion. Hallo. Wir haben gerade überlegt, wir werden ein bisschen vermutlich hier in der näheren Umgebung uns jetzt mal umschauen. Ja, ich räume erstmal mein Inventar leer. Warum ist die Kiste hier offen? Ich hab sie aufgemacht. Und du machst sie nicht mehr zu... Nö, ich hab gedacht, die muss mal gelüftet werden. Man kann die Kisten ja nicht immer einfach nur zumachen. Hier haben wir auch Ranken drin. Wie war das, direkt alle auf einmal reintun? Mit Shift, Alt, STRG? Rechte Maustaste. Das war's. Nur rechts, dann macht er bei mir... Ah, weil ich Shift gedrückt habe, habe ich nur halbiert, alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe einen kleinen Sperling gefangen. Sehr gut. Ich habe Fleisch. Siehst du mal. Unser Gemüse wächst. Das Spiel behauptet einfach, man würde Geflügelfleisch aus einem Sperling bekommen, aber es stimmt so nicht. Ja, Geflügel ist gleich Vogel. Nee. 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 Ja, das hast du schon mal gesagt, aber hier ist das so. Nee. Ja, doch, offensichtlich ist das hier so. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, die haben das falsch übersetzt. Das ist eigentlich ein Huhn. Statt eines Sperlings. Ja. Deswegen fliegt es auch immer nur so kurze Strecken. Ah, das kann sein. So, aber wir haben beschlossen, wir werden größer erkunden nach der nächsten Horde. Das sagen wir gefühlt schon seit einer Ewigkeit. Ich würde fast sagen, nach der nächsten Horde können wir uns mal aufmachen und die neuen Koordinaten abchecken gehen. Das ist eine durchaus, ja. Genau. Kann man tun. So sehe ich das auch. Ich weiß nicht, wo was hingehört. Das ist ja einfach so viel Zeug. Ich habe jetzt erstmal Kunst gemacht. Du hast Kunst gemacht? Ich habe hier irgendwo noch Eisen reingeschmissen, was da nicht reingehörte. Hier. Ganz rechts ist es Eisen, aber das habe ich auch gerne mal falsch platziert. Oh, ein Zombie! Yay! Wieso kommt der jetzt hier rein? Das ist eine gute Frage. Ich dachte eigentlich, er kommt mit mir mit, aber irgendwie... Er will uns verarschen. Mal, kannst du mal aufhören, du Zombie nervst? Jetzt jagt er dich. Sehr gut. Juhu. Ja, komm noch ein bisschen nach da noch. Hallo, komm, ja, komm, hier. Ich bin auf so viel Action am frühen Morgen noch nicht vorbereitet. Ja, es ist zu früh. Hallo? Habe ich ja gesagt. Es wurde gesagt, wir brauchen nicht zumachen, wenn wir nicht im Haus sind. Wir vertrauen jetzt einfach mal hier. Wir kommen zurück und die haben sich irgendwelche Wichser eingenistet. Sagst du? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hast du den in letzter Zeit mal gesehen, der Wichser? Nee, tatsächlich auch lange nicht mehr. Oh, Zombie. Was mitgenommen werden sollte, sind auf jeden Fall Pilze. Pilze? Ja, weil das haben wir relativ gutes vegetarisches Essen. Gibt. Ja. Okay. Alter, schreit die rum. Und ich hole auch lauter Blätter und Ranken und sowas, nehme ich mal mit. So, ein kleiner Pilz. In welche Richtung wollen wir eigentlich gehen, so? Weiß ich nicht. Norden? In Norden macht wenig. Nee, warte mal. Ich meine, wir könnten so ein bisschen in Westen gehen und da unten in dieses Kraftwerk anfangen. Weil ich nehme an, da wird es auf jeden Fall was geben. Jo. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Und die Rotze voll. Guck mal, was ist denn da unten? Da ist ein kaputtes Haus. Ja. Das ist korrekt. Da ist es recht dunkel drin. Aber keine Zombies, oder?
Ich sehe jetzt erstmal so auf Anhieb nichts. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ein Kamin. Könnte es sein, dass wir hier schon waren? Dass es die ersten beiden Häuser waren, die wir auf unserer... Aber ich kann immer noch nicht aus Fenstern rausklettern. Das ist natürlich mies. Auf unserer ersten Loot-Tour genommen haben? Es kann sein... Bei Nether sind wir doch die Hauptstraße runtergegangen, oder? Wobei die kreuzt sich da. Es kann sein, dass das tatsächlich hier schon ist, wo wir waren. Oh, Bär. Wo? Nee, Wildschwein. Aber ein großes Wildschwein. Egal, es rennt weg. Warum kann ich das Auto nicht auseinandernehmen? Jawohl. So lobe ich mir das. Oh, warte, nicht bewegen. Sehr gut. Stopp, da hinten dran ist noch einer. Oder ist es derselbe? Kannst du den einen Vogel looten? Der auf dem Auto liegen sollte? Ich sehe auf dem Auto keinen. Ich auch nicht. Okay. Aber da ist ja der erste, den ich getötet habe. Ja, das denkst du so. Das Spiel sieht das anders. So. Na gut. Ja. Also, ne? Dann sieht es anders. Was brauchen wir eigentlich speziell? Also wir brauchen vor allem Lernmaterial. Lernmaterial und Eisen. Da ist ein Pilz. Der wird mitgenommen. Also weil Lernmaterial einfach, damit ich den letzten Ingenieur machen kann. Und mit dem letzten Ingenieur können wir dann eine Maschine bauen, wie die die Steine sammelt, nur halt für Eisen. Das wäre natürlich ganz nett. Weil Eisen brauchen wir ja doch recht viel, wenn wir ordentliche Base bauen wollen. Und, ich glaube, es gibt halt nicht so viel Eisen in der freien Natur mehr. Also alles schon gewildert worden. Oder oben ist ein Wolf. Ja, ich sehe ihn. Du willst ihn wirklich auf dich ziehen. Mach dich bereit. Jetzt musst du noch auf mich, oder auch nicht. Nö. Okay. Die sind nicht so stark. Nimm den Wolf auseinander. Okay. Die Wölfe hier sind relativ entspannt. Ja, ich bin da die Seven Days to Die Wölfe. Die sind eher problematisch. Ich weiß nicht, warum du da so lange rumstresst. Einfach nur zack, bumm, tot. Ah, zack, bumm, tot. Ja. Diese schnelle, moderne Welt. Willst du den ganz kurz auf dich ziehen? Das ist ja. Kann ich hier inzwischen looten. Ich piek's dir mal in Schritt. Loot, bleib hier. Nicht abbauen lassen. Vogel. Toter Vogel. Toter Vogel. Sollte er tot sein. Er ist wieder nicht hier. Ich glaube, der ist unter das Auto gefallen. Das wäre unverschämt. Ja, die Welt ist unverschämt, Krian. Das stimmt, sie ist auch kein Ponyhof, deswegen haben wir noch keine Pferde gefunden. So eine Baustelle, also hol mal ein paar Bier an. So, da unten ist besagtes Kraftwerk. Ich glaube, ich war vor ein, zwei Folgen genau hier. Das heißt, die Autos respawnen. Kann das sein? Glaube ich nicht. Ist da ein Journal? Ja, sieht so aus. Oder ist es nur ein Fake? Das ist ein Fake. Das ist nur T-Bag. Kaffee. Ich sehe einen Vogel. Oh, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt wurde er geblippt quasi. Es wird ein bisschen ruckelig, umso näher wir diesem kleinen Kraftwerk kommen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich merk's auch. Lululululu. Pieks! Pieks!
Pieks. Ich finde es ja interessant, dass die nicht unbedingt auf die Person aggro werden, die auf sie schießt, sondern auf die erste, die sie sehen, nachdem sie beschossen wurden. Also ich meine, ja, gut, ich war jetzt auch näher dran, macht natürlich eigentlich auch Sinn. Aber, ne? Das nimmst du? Okay. Klar. Ja, das ist immer so blöd mit den großen Gebieten, wenn es da so ein bisschen ruckeliger wird. Ich habe eh nicht so... Ich finde, das Spiel ist nicht ganz so performant. Ja, das ist korrekt. Also, während ich bei anderen Spielen konstant die 60 FPS habe, ohne Probleme, hier bin ich froh, wenn ich die 60 erreiche, obwohl ich sehr niedrig eingestellt habe alles. Ja, es ist halt... schwierig. Guck mal, drüben warten ein paar Jungs auf den Bus. Ach ja, sieh mal einer an. Schön, dass sie noch warten. Die Frage ist, wie lange warten sie schon und wie lange wollen sie noch warten? Entschuldigung, hat der Bus Verspätung oder kommt der noch? Oh, das sind sogar einige. Mhm. Ich warte mal mit dem Anschießen, bis du da weg bist. Ja, die sehen mich ja nicht, ich sitze ja hinterm Pass. Ui, von links kommt was ziemlich Fettes. Von links? Warum nimmt er denn nicht das Richtige in die Hand? Jetzt hätte ich fast dich noch angeschossen. Ja, das habe ich ja mit Absicht an. Ach so. Da, links. Ja, ich sehe es. Der Chef hier. Der hat die Kantine leer gefuttert. Oder die. Okay, Matsch. Wir können ja auch mal weitergehen, wir müssen ja nicht jeden Zombie umbringen. Aber hier ist noch eventuelles Lernmaterial. So. Haben wir mal ganz kurz hier gezeigt, wer Chef ist. Hier ist, hier ist ein Container. Guck du mal rein, ich loot hier in der Zwischenzeit die Fässer. So heißt das. Ja. Also Worte sind schwer, vor allem Dingen so früh am Morgen. Ich würde ja gerne reinschauen, aber geht nicht. Aber daneben ist eine Eisenader, die nehme ich jetzt mal kurz mit. Brauchst du dabei Unterstützung? Ich habe meine Pickaxe auch dabei. Nö, ist ja so. Ein Block halt. Ja. Den prügel ich jetzt ein bisschen rum. Sollen wir in das kleine Haus gehen? Oder sollen wir die Straße einfach erstmal weiter looten? Fast sagen, dass die Straße erstmal weiter looten. Okay. Oh je, yeah, 6 Eisenerz. Ich meine, hier sind einige Häuser, so ist es jetzt nicht. Ja, ich habe jetzt direkt das neben dir gemalt. Ja, ja, das. Nee, das war eher so eine. Dann gehen wir die Straße durch. So eine generelle Feststellung. Hinten ist ein Hase. Ja. Oh, hier links ist ein Tunnel in den Berg rein. Sollen wir dir. Ich glaube, das ist. Es erinnert mich stark an den Spawnpunkt, den ich als im Singleplayer hatte. Nee, wir hatten auch hier Multiplayer einen am Tunnel. Okay. Aber der war zu und das sieht zumindest von hier aus noch. Oh ne, jetzt ist irgendwas davor gespawnt. Die Richtung gehen. Da steht ein Pferd davor oder so. Nee, und hier ich wahrscheinlich eher. Ja, das ist wahrscheinlich einer der möglichen Spawnpunkte dann. Weil also links hier den Berg hoch, da ist unsere erste Base gewesen. War unsere erste Base nicht quasi da, wo wir wegvertrieben wurden nach dem Feuer? Doch, doch, aber wenn man von da aus nach oben ist, in den Wald rein, sag ich mal, dann kam er hier auf den Berg drauf. Da habe ich nämlich Eisen gesucht. Deswegen hatte ich ja dieses Kraftwerk. Das ist nicht sehr erfolgreich. Na doch, einiges, aber ne? Halt nicht genug. Da hüpft er, da ruckelt er weg. Den nehmen wir aber schon mit, oder? Den hier? Na klar.
Er steht da so still rum. Er stand. Er ist also nicht mehr standhaft. Nee. Ihn hat's erledigt. Schwächeanfall. Ja, passiert, weißt du? Hier liegt auch noch so ein Möchtegern-Journal rum. Ja, schön. Schlitz. Naja. So machst du das also. Ja. Krian der Schlitze. Ja. Ist halt eine Tür, ne? Eisen. Los, komm mit mir. Mein kleiner Eisenblock. Ich meine, vielleicht finden wir hier in dem Kraftwerk ein bisschen Uran oder so, wobei das ist kein Atomkraftwerk. Das sieht eher nach Kohle aus. Gut, aber Kohle wäre ja auch in sich nicht schlecht, glaube ich. Ja. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ja, ich nehme doch gerade die Pilze mit, die ich sehe, und dann komme ich auch. Ein Pilz. Noch ein Pilz. Und noch ein Pilz. Ja, hier ist ein Pilz. Mir wäre so ein etwas freieres Feld ganz lieb. Ich finde das so ein bisschen blöd, wenn wir in so ein Gebäude gehen und rechts herum sind überall Bäume. Guck mal, hier ist ein Turm. Du meinst so, dass man ja nichts sieht außenrum? Richtig, du hast keine Ahnung, wo eventuell die Zombies schon gespawnt sind und so. Kann man in den Turm rein? Nein. Er ist einfach nur anwesend. Aber immerhin. Da hinten rennt wieder ein Wildschwein rum. Ja, ich sehe gerade nichts, das ist blöd. Mach die Augen auf. Ja, ich habe mir gerade den Boden angeguckt. Weil ich Kaffee getrunken habe und losgelaufen bin. Ja, ne? Hier ist ein Pilz. Es lädt wieder ein bisschen. Ich frage mich aber, so Spielen manchmal so ein bisschen, das ist ja random generiert, diese Map, auf der wir uns befinden, oder? Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt nicht von ausgehen, ehrlich gesagt. Ich meine, es stand mal irgendwo, das wäre so. Okay. Und dann würde ich mich immer fragen, wenn die random ist, wird die vor Spielstart einmal komplett aufgebaut oder ruckelt die deswegen? Ja, deswegen wachsen hier auch so viele große Pilze. Wegen dem Uran? Ja. Leuchten die Pilze auch? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kann ich hier hoch? Nö. Ah, du bist schon reingegangen. Ja, aber hier sind nur so ein paar Pilze. Pilze. Solange es kein Atompilz... Kann ich hier hochsteigen? Nee, nein. Kannst du nicht. I tried. Ja gut, aber nur weil du versagt hast, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Doch. Nun, da kommt noch ein. Du ins Nichts. Da war ein Zombie. Bei mir. Da links von dir ist da noch einer. Ja, da ist vor allem ein ziemlich dicker Zombie noch. Willst du den looten? Ja, wir haben gleich aber ein großes Problem. Er sieht uns. Ja, ich muss hier gerade noch looten. Ja, der wird viele Pfeile fressen, Krian. Mehr habe ich nicht. Er hat auf mich drauf getreten. Ich nehme erstmal den kleineren raus. Ja. Weil dann haben wir nur einen gegen uns. Jetzt bin ich wirklich da. Lass mich durch. Du raus. Kaitin. Ich hab ihn. Okay.
In sowas sollte mindestens Loot droppen, ganz ehrlich. Er hat was gedroppt. Okay. Ein Bonbon. Was genau, weiß ich nicht. Hast du den hier? Nee, den hast du noch nicht gelootet. Aber ich auch, was ich gerade weggelootet habe, war die Zeit, weil die Folge ist vorbei. Wow. Ja, ich weiß. Den kann man nicht looten. Nö. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.